Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Nach langer Zeit mal wieder zurück, Prüfungsphase ist vorbei. Ich habe euch ja auf Twitter sowie in dem YouTube Community Tab mitgeteilt, dass ich nach den Prüfungen wieder am Start bin. Soweit ist es jetzt und damit geht es wieder weiter mit den Serien auf diesem Kanal. Zum einen kommt heute das erste Video, ihr habt es schon im Titel gesehen, über die besten neuen Talente aus dem Januar. Dort habe ich euch die besten 8 zusammengesucht. Und was mich auch noch interessiert vorab ist, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr jetzt in Zukunft hier auf diesem Kanal sehen wollt. Falls euch dort in den Kommentaren irgendwas gefällt, lasst natürlich auch liebend gerne einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, das wollen auch ein paar mehr Leute sehen. Und dann würde ich sagen, starten wir schon direkt rein in dieses Video der besten Talente aus dem Januar. Falls euch das Ganze gefällt, lasst liebend gerne einen Daumen nach oben da, würde mich mega freuen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst natürlich auch liebend gerne ein Abo da, um nichts mehr in Zukunft zu verpassen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, diesmal bei Platz Nummer 8. Und zwar diesmal nur 8 Talente, einfach aus dem Grund, dass irgendwie 15 82er und 83er Spieler vom Potenzial gibt, die jetzt neu reingekommen sind. So viele Spieler hatten wir tatsächlich noch nie, deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir die 83 Plus Spieler benennen. Also der schlechteste Spieler in diesem Video hat ein 83er Potenzial. Also das sind echt solide Spieler. Der beste oder die besten Spieler sind diesmal 3 Spieler, die über 87 oder 87 haben. Also sehr interessante Spieler sind im Januar neu dazugekommen. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten jetzt direkt rein mit Platz Nummer 8. Das ist Matias Palacios. Spielt aktuell noch in Argentinien. 60er Gesamtstärke, 83er Potenzial, ist in Real Life aktuell 17 Jahre alt, hat am 10.05.2002 Geburtstag und ein Marktwert aktuell von 450.000. Sehr, sehr solider Spieler, 3 Sterne schwacher Fuß, 2 Sterne Spezialbewegung. Ihr seht es, Mittel-Mittel Arbeitsraten als 10er ist das in Ordnung, finde ich tatsächlich sogar. 1,71 groß, damit gehört er nicht zu den größten Spielern, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt als 10er braucht. Ist natürlich noch ein gutes Feature, was man dabei haben kann. Allerdings ist das in meinen Augen definitiv nicht das Wichtigste. Seine besten Werte, wir sind jetzt 5 Jahre nach vorne gegangen. Das bedeutet, er hat sich jetzt in den 5 Jahren um 12 Ratingpunkte nach oben entwickelt. Das ist ganz solide, finde ich. Etwas besser als 2 Punkte ungefähr. 2,5 beziehungsweise genau 2,4 Punkte im Jahr hat er sich verbessert. Seine besten Werte im Antritt 77, Sprintgeschwindigkeit 75, dann der einzige 80er Wert jetzt schon, Dribbling 81, dann hat er 77 Ballkontrolle, 73 langer Pass, 73 kurzer Pass. Das sind so seine aktuellen besten Werte. Ich denke, das geht in Ordnung dafür, dass er gerade mal eine 72 hat. Sein Potenzial ist, wie gesagt, 83. Und damit Platz Nummer 8 geht an Matias Palacios. Machen wir dann weiter bei der 7. Und zwar haben wir hier Vitor Ferreira vom FC Porto. 84er Potenzial. Das bedeutet, jetzt sind wir schon aus dem 83er Bereich bereits draußen. Zu Beginn seiner Karriere hat er ein 65er Rating, das mit 19 Jahren, denke ich, ist in Ordnung. Ein Marktwert von 1,1 Millionen, 2000 verdient er aktuell pro Woche und er ist ein reiner Achter. Ihr seht es hier, nur ZM kann er spielen. 3 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne schwacher Fuß, 1,72 groß, Mittel-Mittel Arbeitsraten und seine besten Werte, eine Ausstiegsklausel übrigens zu Beginn von 2,9 Millionen, seinen besten Werte, ui, Beweglichkeit 96, also da haut er schon mal richtig rein. 87er Balance, 84er Antritt, des Weiteren 85er Ballkontrolle und 83 Elfmeter. Seine Eigenschaften sind angeschnittener Schuss, Flair und Dribbeltechnik. Das ist auch in Ordnung für einen Achter. Also in meinen Augen ein interessanter Mann, gehört wieder auch nicht zu den größten Spielern, aber man kann ihn definitiv mal testen. Vor allem ein 84er Potenzial ist natürlich für den ein oder anderen Verein schon sehr, sehr interessant. Und man muss dazu sagen, wenn ihr die Spieler in den eigenen Verein holt, dann gibt es das dynamische Potenzial. Das bedeutet, sollten die viel Spielzeit bekommen, sollten die gute Leistung bringen, sollte euer Team gute Leistung bringen, dann wird das Potenzial sowieso um einiges überschlagen. Also da werdet ihr deutlich höher am Ende landen. Ihr habt es gerade eben zu Beginn dieser Karriere bei Kimmich gesehen, der hier bei mir beim FC Bayern eine 95 hat. Und es gibt natürlich auch noch Training. Das bedeutet, da kriegt ihr dann sowieso so gut wie jeden Spieler in den 90er-Bereich.
Kommen wir zum Platz Nummer 6. Hier haben wir einen Spieler, der auf mehreren Positionen einsetzbar ist. Rechter Mittelfeldspieler, linker Mittelfeldspieler und Zehner. Das bedeutet, der erste Spieler, der wirklich ein wenig variabler ist. 65er Gesamtstärke ebenfalls zu Beginn. Dazu ein Potenzial von 84. Marktwert 1,1 Millionen. 2000 verdient er pro Woche. Ist ebenfalls wie unser erster Spieler bereits 17 Jahre zu Beginn. Und er hat 4 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne Weakfoot, ist 1,70 groß. Mal wieder das dritte Mal in Folge. Mittel-Mittel-Arbeitsraten anscheinend ist das aktuell relativ häufig bei den Talenten vorhanden. Und wir haben hier die besten Werte in der Sprintgeschwindigkeit. Hier hat er schon bereits mit 21 und einer 78 ein 89er Rating. Dann 85 Balance, des Weiteren 84 Ballkontrolle, 81 langer Pass. Eigenschaften sind aktuell noch nicht vorhanden, aber es sieht sehr interessant aus. Vor allem das Tempo, finde ich, ist auf den Flügelpositionen sehr wichtig. Dazu 4 Sterne Skills, ist auch natürlich stark. Könnte ich mir auch gut als Zehner vorstellen. Schau mal kurz rein, wie sein Abschluss ist mit 80. Auch in Ordnung, muss man ganz ehrlich sagen. Stärke auf 56, das ist natürlich nicht ganz so gut, aber wie gesagt, das ist ein Zehner. Der muss sich eher um die kreativen Aufgaben kümmern und nicht unbedingt jeden Zweikampf gewinnen. Ist natürlich ein Vorteil, wenn er jeden Zweikampf gewinnt, aber das ist nicht seine Hauptaufgabe, deswegen sehe ich darüber mal hinweg. Platz Nummer 6 gehört auf jeden Fall im Januar Germán Valera, wenn er so ausgesprochen wird. Zu Beginn ist er übrigens bei Atletico Madrid unter Vertrag. Also vielleicht könntet ihr den, da er da wahrscheinlich keine Spielzeit bekommt, entweder ausleihen recht gut oder eventuell auch nach einem Jahr oder sowas, weil er ja gerade erst neu dazugekommen ist, nach einem Jahr oder so recht günstig bekommen, da er ja bei Atletico keinen Stammplatz hat. Der nächste Spieler mit einem Potenzial von 84 hat hier jetzt allerdings nach 5 Jahren bereits die 82 erreicht. Pedro Mendes, ebenfalls aus Portugal, von Sporting Lissabon, 19-jähriger Stürmer, 72er Gesamtstärke zu Beginn, ein Potenzial von 84, Marktwert liegt bei 5,5 Millionen Euro und sein wöchentliches Gehalt aktuell bei 7.000 Euro. Er hat die Werte, die sonderlich stark sind, zum einen auf der Beweglichkeit 87, 85er Sprungkraft, 84er Stärke. Und des Weiteren sehen wir hier nochmal sehr viele dunkelgrüne Werte. Schusskraft 91, 88 Fernschüsse, Abschluss 84, 81er Dribbling, 81er Kopfballpräzision und dazu noch 81 Volleys. Also das ist wirklich ein sehr starker Stürmer. 1,87 groß, damit kann er wahrscheinlich auch das ein oder andere Kopfballduell gewinnen. Hochmittelarbeitsraten, sieht auch sehr gut aus. 4 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Spezialbewegung, vor allem die 4 Sterne Weakfoot finde ich als Offensivspieler oder als Stürmer sehr, sehr stark. Also das ist wirklich ein Wert, der manchmal sehr wichtig sein kann. Und aus dem Grund ist das für mich bisher von allen Spielern, die wir vorgestellt haben, tatsächlich der interessanteste Spieler. Also Pedro Mendes darf man auf jeden Fall mal austesten. Hat auch zu Beginn eine Ausstiegsklausel von 12,1 Millionen. Also testet ihn gerne mal aus. Platz Nummer 5 geht an Pedro Mendes. Machen wir weiter mit der 4 und damit auch dem letzten Mann, der ein 84er Potenzial hat. Sonje Hansen von Ajax Amsterdam kann in der Offensive eigentlich alles bekleiden. Rechter Flügel, Stürmer, linker Flügel, alles ist möglich. Zu Beginn der Karriere 17 Jahre alt, 84er Potenzial, habe ich schon angesprochen. Und er hat ein 63er Gesamtrating, mittlerweile schon in 5 Jahren auf 78. Das bedeutet eine solide Dreierentwicklung pro Jahr, das ist richtig stark. 4 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne Weakfoot, finde ich auch überragend. Also was will man mehr? 1,75 groß, 69 Kilogramm, dazu eine Arbeitsrate von Hochmittel, auch überragend. Zu Beginn der Karriere hatte er einen Marktwert von 800.000, ein Gehalt pro Woche von 1.000. Übrigens auch eine Ausstiegsklausel von 1,9 Millionen und seine besten Werte liegen im Antritt 93, 91er Sprintgeschwindigkeit, dazu eine Beweglichkeit von 86, 83er Balance. Das ist überragend. Dann kommen wir nochmal zum Dribbling. 91, Abschluss 81, Schusskraft 81 und Ballkontrolle 83. Das ist, ja, da fehlen mir ein paar Worte. Das könnte echt ein richtig interessanter Mann sein. Also testet diesen jungen Mann von Ajax Amsterdam definitiv mal aus. Seine Eigenschaften, Flair, Tempo, Dribbler, Außenrissschuss und Dribbeltechnik. Ja, da fehlen mir die Worte. Also, sehr, sehr interessanter Mann. Hätte ich jetzt gerade eine aktive Karriere, die ich spiele, wäre das auf jeden Fall einer der ersten Spieler,
die ich holen würde, finde ich mega interessant und damit bisher auch tatsächlich in meinen Augen der interessanteste Mann. Platz Nummer 4 geht an Sontje Hansen. Machen wir dann weiter bei einem Spieler vom FC Watford und zwar Joao Pedro. Der Transfer stand schon lange fest, jetzt ist er in FIFA am Start. 17 Jahre alt, 26.09.2001 geboren. Wenn ich das immer lese, denke ich mir, ui, ich bin schon ganz schön alt geworden. 69er Gesamtstärke zu Beginn, 87er Potenzial und damit gerade mal Platz 3 im Januar. Damit sehen wir, was für Megatalente eigentlich im Januar dazugekommen sind. Marktwert von 2,1 Millionen ist in meinen Augen noch ein relatives Schnäppchen, ist allerdings, das muss man bedenken, gerade erst zu Watford gewechselt. 6.000 Euro Gehalt pro Woche, dazu eine Ausstiegsklausel von 5,3 Millionen. Ihr seht hier seine Werte, 3 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne Weakfoot, 1,82 groß, kann auch auf der linken Mittelfeldposition eingesetzt werden. Aber, jetzt kommt das große Aber, mir gefallen seine Arbeitsraten nicht. Mittel auf Angriff und hoch auf Defensive, da muss man wirklich mal testen, ob der richtig gut spielbar ist oder nicht. Ich bin da wirklich gespannt. Schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen in die Kommentare, falls ihr ihn schon mal ausgetestet habt. Aber hoch Defensiv-Arbeitsraten, ich habe keine Lust, den die ganze Zeit in der Defensive zu sehen und Ramos ist vorne unser Stürmer oder sowas. Das ist nicht unbedingt das Wahre. Wie gesagt, muss man echt mal ausgetestet haben. Deswegen schreibt mir gerne eure Erfahrungen unten in die Kommentare. Und dann schauen wir auf die besten Werte. 93er Antritt, 82 Beweglichkeit, 83 Sprintgeschwindigkeit sowie 83 Reaktion. Dribbling auf 86 sowie Schusskraft auf 81. Und dazu die Fähigkeit Tempo-Dribbler. Zu Beginn, wie gesagt, ein Gesamtrating von 69 und eine Ausstiegsklausel auch wieder am Start von 5,3 Millionen. Und damit Platz Nummer 3 geht an Joao Pedro. Machen wir weiter auf Rang Nummer 2 und hier haben wir nach langer Zeit endlich mal wieder einen deutschen Spieler in der Top 3 der neu hinzugefügten Talente. In diesem Fall ist es Karim Adeyemi beim FC Salzburg unter Vertrag. War ja davor an Liefering, jetzt glaube ich, bin mir unsicher, bis zum Winter ausgeliehen. Korrigiert mich gerne, falls ich falsch liege. Ich habe mich jetzt da nicht direkt vorher nochmal drüber informiert. Aber sehr interessanter Mann. Leider, das nehme ich euch jetzt einfach mal vorweg, auch wenn das erst eigentlich ein Fakt für den Februar ist. Im Februar, am 1. Februar direkt downgegradet worden auf ein 85er Potenzial. Aber wir sind jetzt... Wir gehen jetzt auf die Talente im Januar ein und da ist er nun mal neu dazugekommen mit einem 87er Potenzial, 67er Gesamtstärke zu Beginn, ein Marktwert von 1,5 Millionen. Der ist jetzt weiterhin bei 1,5 Millionen, weil sein Start-Gesamtrating weiterhin bei 87 liegt. 3.000 Euro verdient er pro Woche und seine Werte 4 Sterne Spezialbewegung, 3 Sterne Weakfoot, 1,77 groß, wieder ein polyvalent einsetzbarer Spieler in der Offensive, Stürmer, linker Flügel, rechter Flügel, die Standard-Mittel-Mittel-Arbeitsraten, sage ich einfach mal, und seine besten Werte 99 Antritt, 93 Beweglichkeit, 92 Balance sowie Sprintgeschwindigkeit, also der muss da vorne wirklich jeden Spieler abziehen. Und dazu auch noch eine solide Sprungkraft von 88. 91er Dribbling kommt noch dazu, sowie eine 81er Ballkontrolle. Und seine Eigenschaften sind Flair, Tempo-Dribbler und Dribbeltechnik. Also in meinen Augen ein sehr interessanter Mann. Wie gesagt, wenn der im eigenen Verein ist, kriegt er den auch locker über eine 90. Dazu vielleicht interessant, wenn ihr wirklich eine Karriere in Deutschland macht und da vielleicht auf deutschsprachige Spieler setzt. Hier ist mal wieder so ein Talent, was wirklich Deutsch kann. Und... was natürlich auch ganz interessant ist, er hat mal wieder eine Ausstiegsklausel. 3,8 Millionen ist zu Beginn der Karriere 17 Jahre alt, 2002 geboren, damit sogar noch ein bisschen jünger. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen zu Platz Nummer 1. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was schätzt ihr? Wer ist auf dem Rang Nummer 1? Und dann würde ich sagen, springen wir direkt in 3 Sekunden zur 1 rüber. Mal sehen, ob dort irgendjemand von euch recht hat. Wir starten rüber in 3, 2, 1... Und hier haben wir den Mann auf der Nummer 1, es ist Renier von Real Madrid, ein weiteres brasilianisches Talent bei Real Madrid. Die sind auf der Suche nach dem nächsten Neymar. Langsam wird die Wahrscheinlichkeit immer höher, umso mehr Brasilianer am Start sind, dass sie dort wirklich ein Megatalent finden. Ich bin ja schon, oder ich habe ja von Anfang an schon gesagt, Rodrigo ist für mich wirklich einer der stärksten. Renier kann in meinen Augen auch definitiv was. Für mich ist
wenn ich mich entscheiden müsste, Vinicius Junior tatsächlich der Schwächste. Aber wir werden sehen, was die Zukunft so bereithält. Hier geht es jetzt erstmal um Renier. Mittelstürmer sowie Zehner kann er spielen, 21 Jahre alt. Zu Beginn mal wieder ein Spieler aus dem Jahre 2002, am 19.01. Geburtstag, deswegen ist er dazugekommen im Januar, genauso wie Adeyemi am 18.01. Geburtstag, deswegen im Januar dazugekommen. 90er Potenzial, zu Beginn ein 72er Gesamtrating, hier ist er auch schon auf der 82 angekommen, ein Marktwert von 6 Millionen Euro, 15.000 Euro pro Woche verdient er schon, eine Ausstiegsklausel von 16,8 Millionen. Und er hat 4 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne Weak Foot, ist 1,85 groß, 72 Kilogramm schwer, Hochmittelarbeitsraten und seine besten Werte: Antritt 95, Sprintgeschwindigkeit 95, 83er Beweglichkeit, 81er Balance, dazu 88 Ballkontrolle, 88 Dribbling, 82 Abschluss, 83 Volleys, 83 Schusskraft. Also hier haben wir sehr viele interessante Werte und so als Brasilianer und Mittelstürmer, da fällt mir immer direkt als allererstes Pelé ein. Vielleicht kann er dort auch irgendwie ein wenig als Mittelstürmer in die Fußstapfen treten. Und dann kommen wir noch zu den Eigenschaften. Hier haben wir Flair und Dribbeltechnik. Das wäre es dann gewesen mit dem Talenten von Januar. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Mich würde es mega freuen, wenn wir die 500 Likes erneut auf diesem Talentvideo knacken. Nach so langer Zeit wird das sehr, sehr hart. Aber mich würde es mega freuen, wenn ihr das Ganze packen würdet. Seid ihr neu auf dem Kanal? Lasst natürlich auch liebend gerne ein Abo da. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.